Hallo Leute, zum weiteren dritten Teil des Let's Play Minecraft mit dem Dario und dem Bratwurst. Ich habe seinen Real Namen jetzt gerade vergessen. Sorry. André. André, genau. Ja, kann ich mir eigentlich merken. Mein Cousin ist auch André. Mein Onkel. Dummerweise. Okay, genau. Also, letzte Mal haben wir uns ja hier auf den Weg gemacht, wollten Genau, doch. so. Jetzt haben wir uns einfach hier niedergelassen. Wir waren schon wieder ein bisschen faul und zu gehen auf jeden Fall. Ey, ich würde sagen, wir lassen uns hier einfach alles mal stehen. Vielleicht, wir werden bestimmt nochmal zurückkommen. Ja. Und dann, könnten wir hier nochmal so einen großen Bogen kurz machen. Vielleicht sehen wir dann halt zum Dorf. Und dann würde ich sagen, machen wir dieser Folge mal etwas weiter bei Mit unserem Haus, genau. Haus und so. Ein bisschen mehr Umrisse bauen, damit es auch Gestalt annimmt. Und so. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zurück zum Haus, ne? Ja, genau. Die So. Sonne geht auch Ja. gerade unter, wir laufen hier alle gerade. Ja, okay, auf der Karte ist natürlich schon angezeigt, wo unser Haus ist, aber so im Dreh weiß man es ja. Kannst du dann hier folgen? Ja, ich wollte gerade sagen, ich laufe dir einfach hinterher, du bist ja schon was. Also, Wolle haben wir jetzt, glaube ich, genug, ne? Wir haben jetzt drei Betten. Ja, Wir müssen genau. sogar, glaube ich, schon fünf Betten oder so herstellen. Jetzt hier mal meinen ganzen rohen Shit, aber... Leute hier draußen, ihr könnt uns auch nochmal schreiben in den Kommentaren, was wir jetzt nächstes bauen sollen. Ja, genau, wenn wir unser Haus so ein bisschen fertig haben, damit wir dann irgendwie auch Schreiben, neues. was wir bauen sollen, beispielsweise eine riesige Zigarettenpackung oder so, also zum Beispiel. Nein, aber halt, ihr könnt uns irgendwas in die Kommentare schreiben, wir probieren es umzusetzen, wenn es möglich ist. Wir bauen mal einen riesigen Gameboy. Wegen 25 Aber Jahre natürlich dann. Gameboy. Aber nein. Ja, wir bauen eine ganz große Wii U. Nein, und dann können wir, also das machen wir natürlich alles im Überlebensmodus, ne? Ja, normal. Creative. Das wäre ja langweilig, denn. Oh, genau. Was? Ich Hä? bin. Durch was bin ich denn gestorben? Irgendwas da hinter Oh, ein mir. Skelett wurde, du wurdest vom Skelett erschossen, ja. Boah. Boah, Kacke. Warte, ich sammle deine Sachen, ganzen Sachen ein. Bleib einfach da hinten. Geh ins Ja. Haus zurück. Sammeln wir dann gleich. Deine ganzen Sachen eingesammelt. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich lang muss. Scheiße. Am Haus? Nee. Müsste es eigentlich schon am Haus sein, also Nee, bin ich eigentlich nicht, weil da müsste noch es keine hier Betten sind, glaube ich, und so. Also ich bin nicht im Haus. Alter, was ist denn hier los? Ich bin wieder im Ja, genau, tiefsten Dschungel. Verwaltung. Ja, du müsstest irgendwie, warte mal, ich sag dir gleich, wo du lang musst, nur wir haben hier gerade einen Creeper, einen Zombie, einen Skelett und eine Spinne vor uns. Das könnte ein bisschen gut werden. Boah, scheiße. Hätte ich jetzt auch nicht sagen sollen. Ach doch, das sollte man bloß nicht im Fernsehen machen, mit der Nein, hilf mir! Apropos Scheiße, wusstet ihr, dass man bei Xbox One nicht mehr so wirklich online funken darf? Weil man sonst gleich gesperrt wird durch Jetzt mal, Kinect. du wusstest nicht. Wenn du da übelst im Chatraum Hurensohn und Scheiße und sowas, dann bist du, so wie ich jetzt gehört habe, halt gleich gesperrt, so. Dann erstmal. Weil Kinect halt so gut ist und deine ganze Sprache aufnimmt. Und es gibt sogar so einen Typen, der hat sich immer Xbox Sign Out, also Xbox Ausschalten genannt und hat halt andere Urs geärgert. Und dann haben die seinen Namen geschrien und dann sind die Konsole ausgegangen mitten im Spiel. Das ist auch fies wie Ja. Sau, Alter. Ja, Das also ist auch nicht schlecht, mit dem Fluchen ist schon irgendwie ein bisschen blöd, weil ich meine, das sagt ja jeder mal. Muss ja jetzt nicht persönlich ne? genommen, aber so ein bisschen so ein Frustschrei, wenn man ganz oft abschmiert, das befreit schon. Ja, Ich suche euch oder sucht das Haus gerade. Boah, ich stehe jetzt hier auf so einem du riesen. müsstest eigentlich, ja, genau, geradeaus, jetzt Richtung Meer, Okay. gerade so. Ja, ich sehe da Der Gegner jetzt. links. Denkst du? Ja, links. Ja, nein, ein bisschen nach rechts.
Ja, jetzt nur geradeaus, dort kommt gleich Wasser und auf der Karte sieht man, glaube ich, schon diese kleine Insel, hat man, glaube ich, schon gesehen. Ja. So, wir sind auch nicht mehr weit von dir, wir sind hier schon. Schon. Oh nein, nur anderthalb Herzen. Ein Anteil. Dann komm mal her, ich hab doch noch Futter. So, stimmt. Wir hatten ja alles im Ofen. Danke. Ah ja, ich bin da. Das ist aber rohes, achso, nee, doch nicht. Ah, Ja. endlich. Ich habe rohes bei. Okay, weiter. Oh, jetzt loot ich hier erstmal ein bisschen Erde und baue schon mal den Bogen weiter gleich. Ja, schon mal ein Ziel. Und hast du schon dran gewöhnt an das Texturenpaket? Ja, auf jeden Fall. Oh Gott, hier sind. Das sieht auf jeden Fall geil aus. Und ich macht auf jeden Fall mehr Bock jetzt. Ja, noch so ein auf jeden anderes Fall. Texturenpaket Natur, aber da muss ich wirklich sagen, das wird hier auch immer noch. Ja, das hatte ich mir auch mal runtergeladen. Das fand ich aber auch nicht so geil. Das da sieht natürlich schon cool aus, aber. Ja, ich sag mal so, ich hatte auch mal Plastik. Dieses Plastik hatte ich auch. Oh nee, das finde ich eklig. Oh, Plastik. Das fand ich auch hammer So, wir eklig. sind auch da. Wir sind hier drüben. Ja, ich sehe euch. Aber was findet ihr denn besser? Xbox One oder PS4? Ne, ich bin Xboxer, ne, also. Das ist, wenn Also ich. ich muss da gar nicht überlegen. Ich auch nicht. Ja, ich sag mal so, die PS4, ja. Das Lustige ist ja, damals haben sie alle gesagt, ja, ihr bezahlt dafür und so, und wir können schön gratis Aha. zocken. Ja, na gut, Ja, wir müssen selbst bezahlen. ihr werdet auch für 6 Wochen gehackt und lahmgelegt, ne? Das brauche ich dann auch nicht mehr viel sagen. Aber jetzt sagt komischerweise keiner was, weißt du, und alle müssen sie bezahlen, auch die PS4-Typen Ja. jetzt. Und da hat ja auf einmal keiner mehr was gesagt, weißt du, dann waren sie ganz still. Ja, ist ja egal. Denn Ja. dann war es denen egal, so ungefähr. Das habe ich dann auch schon oft genug gehört. Und sich Ja, davor nee, ich hab. so schlecht reden, so ist bei der 360 so ist. Aber ich hatte, wie gesagt, so Internetprobleme, ist jetzt auch so, dass jetzt das momentan mit der Goldmitgliedschaft so ein bisschen habe, dass es so ein bisschen rumspackt, eine Umstellung, denke ich mal. Hatte ich so sonst Ich nie habe Probleme gehabt. gehört, dass also von einem Freund von mir, von dir schlafen, Kevin. Ja? Komm. Ja genau, ich habe gehört von der PS4, die soll nicht so gut sein in Langzeitaufnahmen. Okay, was Aufnahmen, also bzw. Ja, die wird ziemlich man schnell heiß, auf der einen Seite, auf dieser dunklen Ja, und auf genau. dieser glänzenden Seite, glaube ich. Ja. Ja, auf jeden Fall, Freunde von mir, die können maximal 3 Stunden damit zocken. Der kann sich vielleicht ins Bett legen. Ich meine, ich schlafe die ganze Zeit. Wer steht denn hier noch neben mir? Wer schläft denn gerade nicht? Toll, eigentlich habe ich geschlafen. Denn Hä? jetzt schlafe ich. Jetzt. Ja, jetzt sind alle im Bett, genau. Maximal 3 Stunden kann ich irgendwie halten oder so. Und ein Freund von mir musste sich einen 100 € Lüfter, PC-Lüfter holen und ihn unter die PS4 stellen, damit sie mindestens 5 bis 6 Stunden durchhält. Alter. Das ist, Ja. Aber ich tendiere halt wirklich zu Xbox One mehr. Ich meine, du kannst Skype mit deinen Freunden. ja, eben. 1080p, also Full HD, kannst du Skypen. Kannst auch Standby schalten Ja, und so, und ne? was die meisten auch Kostenlos. nicht wissen, ist zum Beispiel, dass viele Spiele für die PS3 alle nur in High Ready sind, also sprich 720p. Alle Spiele, also viele Ja. Spiele sind nur die Exklusivtitel und ein paar größere. Alles andere ist immer nur auf Ja. 720. Xbox hingegen hat alles immer in Full HD. Ja, Selten, dass es Xbox mal One, nur ja. 720p sind. Und dann auf einmal Ja, machen sie das einen weiß ich auch. Aufstand, Call of Duty wird auf der auf der Xbox nur 720p und auf der PS4 halt in Full HD. Und das punchen sie Ja. hoch. Weißt du, was sind das für Pisser, Alter? Jahrelang waren die schlechter, weißt du? Und jetzt machen sie übrigens den Aufstand, weil sie mal bei einem Spiel irgendwie ein paar Pixel mehr Ja, haben. ich weiß schon. Ja, und zu den Exklusivtiteln, die Xbox hat ja 100 Exklusivtitel und die PS4 glaube ich nur 30 oder 25. Ja, allein. Eindeutig. Ja, das stimmt.
Und die Xbox One, du kannst einfach auf Standby schalten, wenn du wieder on kommst, brauchst du einen Klick machen ohne Ladezeit und du bist wieder in deinem Spiel drin. Auch natürlich schnell. Ja, auch so, dass auch so diesen Party-Chat, der ist allgemein ja auch besser als, ne? Ja, ja. Weil du kannst ja zum Beispiel auch nicht gleichzeitig Musik hören und zocken, was man auf der Xbox zum Beispiel kann und du kannst halt nicht. Wir könnten jetzt nicht chatten auf einer PS3, wenn ich jetzt Minecraft spiele und GTA, sonst würde halt nicht funktionieren. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es bei der PS4 geht, ich hoffe, weil wenn nicht, wäre schlecht. Ganz ehrlich. Wieso hoffst du dich so eh schon verkackt von so? Ja, aber wenn sie in Sachen Chat und so immer noch keine Verbesserungen haben, dann. Ja, ja. Das wäre schon echt arg. Aber die Xbox One kann ja jetzt Exklusivtitel abspielen. Sag ich schon exklusiv. Blu-ray kann sie da abspielen, aber ist ja auch nicht anders zu erwarten von der Next Gen Konsole. Ja, ich meine, noch ein neues Format gibt's ja momentan, glaube ich nicht. Ja. Und dann das kann man, oder? Ja, ich muss leider noch aufgrund des Geldes ein bisschen warten, bis ich mir die hole. Ich hatte schon lange vor, aber naja. Eigene Wohnung und so jetzt. Ein bisschen, ja, oder so, bis die etwas billiger ist. Genau, jetzt ist ja auch schon das mal günstiger geworden, jetzt das Standardmodell. Um 30, 40 Euro. Jetzt kriegt man ja schon die Xbox One mit Titanfall ja, und Dogs und so FIFA 14 für insgesamt nur 500 Euro. Vorher hatte die ja nur allein. Genau. Und im Endeffekt kosten die beiden Konsolen fast gleich viel, weil du hast doch Kinect ja mit bei. Aber bei der PS4 hast du die Kamera nicht mit bei, aber da sagt ja auch keiner, dass die einen Fokus nochmal kostet. Ja. Es ist ja von Laden zu Laden unterschiedlich. In dem einen Elektroladen kostet es ja 50, in dem anderen kostet es schon wieder 70. So. Ja, ja. Auf einer knickrigen Internetseite kostet 100, wenn alle ausverkauft sind. Deswegen sind diese Xbox, ich hatte damals schon, wo ich meine allererste, ich habe jetzt die Slim und davor hatte ich diese. Diese Fette halt. Weil die damals ja gehackt wurde und all mein ganzer Gamer-Account war weg und das hab ich so gewusst, dass ich den nicht gekauft habe, so weil ich wollte nicht nochmal diese fast 40.000 Gamescore-Punkte von vorne erspielen mit all meinen Spielen, die ich hatte. Und hab alles verkauft und hab gesagt, dann fange ich irgendwann nochmal von vorne an. Aber wenn du alle so Spiele hast und denkst dir, nee, die soll ich jetzt alle nochmal durchspielen für meine Erfolge. Ich danke kaputt. Da hab ich 3 Jahre investiert, das macht. Ja, ja. Das hat mich schon ganz schön. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Kann man verstehen. Aber dann habe ich mir zum Glück günstig, weil ich habe im Spielemarkt meine Ausbildung gemacht und hab dadurch natürlich immer alles günstiger bekommen und so und hab mir die dann für 150 klar gemacht. Die Slim. Ja, das ist ein guter Preis. Ja, und eine 320 GB Festplatte, also die Größe, die man momentan irgendwie, glaube ich, zu 360. Ich weiß nicht, ob die jetzt bis 500 auch geht, aber 320. Ja, geht bis 500. Ja, genau. Ich habe jetzt die 320er und ich habe die vom Arbeitskollegen gar kein Geld bekommen. Normalerweise kostet sie 700 Euro und ich habe dafür 25 bezahlt. Oh, das war herrlich, Alter. Und dann hatte ich wieder alles, hab auch nicht zu viel Geld ausgegeben und konnte mir dann noch gleich 2 Spiele kaufen, hab noch gleich ein paar ausgeliehen. Und dann war meine Woche gerettet oder mein Wochenende. Ja. Aber bis dahin ist auch irgendwie über 1,5 Jahre vergangen. So lange hatte ich dann halt Handheld mehr gezockt. Notgedrungen. Wolltest du ja endlich hier wieder weghacken, weil das bringt ja jetzt irgendwie nichts hier. Nö, das kann man irgendwo verschönern. Also. Ich meine, dass wir das jetzt hier so. Die ganze Erde wird schon wieder grün, ey. Wieso geht das nicht? Nicht Sand benutzen, Sand fällt runter. Ja. Guck hier. Ne, ich hab nichts mehr, ich muss wieder. Oh. Oh, ich fall die ganze Zeit runter.
Treppe oder so bauen. Ja, André. Eine Treppe, ja. Wie bei unserer Mine. Damals. Jo. Hat jemand noch eine Schaufel von euch? Nee, leider gar nichts. Ich bin ja gestorben. Okay. Ich höre natürlich kurz. Ich muss nackt überlegen. Hier unten habe ich jetzt einfach mal erstmal zum Anfang gebaut. Du kannst hier unten durchgehen, unten durch kannst du oder so. Ja. Ich habe jetzt über 10 Dinge hergestellt. Braucht jemand noch eine Schaufel? Ja, ich brauche noch. Wer hat es gerade gesagt? André, ne? Ja. Jo, hier. Liegt unter den Dingen. Danke. Jo. Nein, ich bin ins Wasser gefallen. Voll abgeschmiert. Ruhig gerade, Schweigeminute. Ja, ne? Ja, wie bauen wir weiter? Bauen wir komplett bis da hinten ran, das kommt von der Größe, ja, ne? Bis hier, jo, wo ich stehe. Ja, ne? Ja, wir können ja auch so ein krasses Designerhaus bauen mit 5 Ecken und so ein Scheiß. Mir ist das ja egal. Ja, wird ja alles wahrscheinlich noch. Also, erstmal bauen wir ja den Boden. Muss Erde für den Anfang. Vielleicht werden wir da noch Holz oder so aufmachen. Ja, danach brauchen wir dringend Holz auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Holz ist immer das Problem. Ja, nö, also bei mir nicht. Ich hab auch einfach mal eine Stunde schon mal nur Holz gefällt. Das hab ich auch schon mal gemacht. Und dann hatte ich 2 Truhen voll. Und dann hatte ich erstmal keine Probleme. So. Glaube ich ja. Ist hier noch was drin? Ein bisschen Erde. Und was brauchen wir denn für Holz? Was meinst du, was brauchen wir für Holz? Ja, Dschungelholz, Eichenholz. Ach so. Eichenholz ist das hier, glaube ich, das helle. Nein, nee, also hier, wir sind ja gleich am Dschungel. Vielleicht wäre es dann besser, wenn wir Dschungelholz nehmen, aber es sieht halt nicht. Naja, also ich weiß nicht so. Na, erstmal brauche ich sowieso, ich glaube, ich habe doch eigentlich hier noch was reingekriegt. Axt oder sag ich doch da. Sag. Ich meine, wenn wir verschiedenes Holz benutzen, sieht auch manchmal auch gut aus. So ja, wenn man das so in Schichten, in so einem System baut, ja, was weiß ich, so drei Holz und dann wieder ein normaler dazwischen, weißt du? Irgendwie sowas. Ja, jetzt habe ich erstmal 3 Stacks Erde, jetzt baue ich das mal kurz zu Ende. Ja, ich würde sagen, ich gehe auch nochmal kurz auf Holzpellet. Haben wir schon fast zu Ende gebaut. Brauchst du eine Schaufel, Kevin? Ne, eine Schaufel habe ich noch. Ich gehe jetzt mal kurz. Hier ein bisschen Stein brauchen wir ja auch. Jo. Das fange ich gleich mal mit an. Aber das werden wir so oder so bald im Übermaß haben, weil wir eh bald in den Untergrund gehen und dann ein bisschen Diamanten suchen gehen oder so. Ja. Da werden wir dann bald mehrere Truhen voller Steine haben. Jetzt schon sagen. Ja, jetzt erstmal kurz schon mal Werkzeuge herstellen, damit wir vielleicht Boden und sowas besser abbauen können. Ja, ja.
du, das... Langsam, es geht mit einer Holzaxt Holz sorgen. Irgendwo hier oben habe ich... Da! Kohle! Kohle und Kohle. Berlin Tag und Nacht. Guck dir ja, was. Was machst du, André? Nee, das soll das ja bleiben. Ja, der Umrand, der Umrandung wird doch dann alles aus Holz. Boah, ich habe gerade übel schon wieder die Kohlequelle. Richtig gut. André, siehst du, komm mal hier rauf. Ja, sofort. Steige ich doch gleich wieder. Ach ja, ich bin ja gestorben. Scheiße, das heißt, ist ja eh egal. Ich bin der Level 1. Leg mal schon wieder ein bisschen Fleisch im Ofen. Und gleichzeitig Licht. Ja, genau, komm mal her, André. Sofort. Was haben wir jetzt? Mach doch ein Erdenstück daneben, dann könntest du hoch. Ja, das ist auch egal. Komm. Zeit ist Geld. So, komm hier rauf. Ja. Und jetzt komm, siehst du da hinten, diese ganz kleine Insel da ganz hinten? Ja, die sehe ich. Ja, genau. Da könnte man irgendwie so mal so irgendwann mal so eine Verbindung bauen, weißt du? Dann könnte man so von der Lore von hier bis nach hinten bauen. So unterirdisch, unter Wasser oder so. Ja, können wir so machen. Nicht. Boah, ich hack hier gerade voll den Megabaum. Zeig ich dir dann gleich mal Kevin, was ich meine. Also ich mach hier gerade so einen vierschichtigen Mega Dschungelbaum kalt. Vier Blöcke so nebeneinander, süß heftig. Da hab ich bestimmt schon gut Holz. Ja, ich meine, das vervierfacht sich ja alles. Ja, deswegen ja. Und da. So? Ich glaube, das hier, was ich jetzt habe, ist dieses Dschungelholz. Ja, genau, das kannst du ja dann noch vervierfachen. Da wo diese Ranken sind, ne? Das ist ja das Richtige dann. Weil es gibt ja dann noch dieses Birkenholz, dieses normale dunkle Eichenholz. Birkenholz, Birkenholz, Eichenholz. Fantastisch. Boah, dann sind's ein Creeper. Bei wie vielen Minuten sind wir schon? Ja, wir sind schon bei 23 gleich. Ich werde jetzt auch erstmal also nach Hause kurz und das alles umwandeln jetzt. Wenn ihr längere Videos haben wollt oder so, schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, genau, also wie es zeitlich ist. Wir bleiben jetzt momentan immer so beim Limit 25 Minuten. Könnte sich auch dementsprechend irgendwann ändern, variieren oder so. Ja, genau, je nachdem. Ob ihr mehr wollt. In die Kommentare schon. Ja. Liegt ganz bei euch. Genau, wir richten uns da komplett. Da. Ich fange erstmal an mit Eichenholzbretter. Wie viel? 28. Hast du Hunger, Kevin? Warte kurz, ich drücke gerade wie bekloppt auf die Dschungelholzbretter. Ja, da habe ich jetzt 100. Ja. Da unten hüpft die ganze Zeit ein Creeper bei dir in der Nähe. Mach aufpassen. Stecker, ja. Ah, egal, wir sind ja, du bist ja eh nah beim Spawnpunkt. Jo, und jetzt habe ich uns noch eiskalt zwei Schwerter. Du warst ja die ganze Zeit beim Haus. Ich hab dich voll verwechselt mit André. Ich bin jetzt gerade beim Haus und bin hier am Mega. Also hab gerade hier ein paar Spitzhacken erstellt und hatte Bretter, Holz. Brauchst du Futter? Ja, warte mal, hier liegt doch oben. Ja, eins kannst du mir geben, sonst. Hinter dir liegt was. Hinter dir. Hast du schon eingesammelt, glaube ich. Jo. Ja, warte, ich leg das erstmal. Vier auf einmal, also vier dieser Keulen. Hier den ganzen Shit erstmal rein. Gleich den Ofen nachfüllen, hier sind schon wieder vier neue drin.
Rindfleisch. Na gut, das. Aufpassen, da vorne ist ein Creeper, ne? Ja, ja, hab ich ja gesagt. Egal, im Wasser kann der eh nichts zerstören. Ja, das stimmt. Hat gekochtes Schweinefleisch. Ich hab Geckofleisch. Siehst du, er ist explodiert und hat nichts. Was war denn der Truhe noch? Ich würde sagen, hier mache ich mal nur Werkzeuge rein in die kleine Truhe. Wo könnt ihr machen? Man nimmt schon langsam mal anfangen, alles zu sortieren. Nimm schon mal alles raus. Desto früher wir es machen, desto leichter wird es später für uns. Ja. Wenn wir alles Mischmasch haben, dann. Ja, ja, deswegen. Wie viel Holz habt ihr? Ich hab 2 Stacks. Ich würde sagen, am besten wir gehen erstmal noch sammeln, bevor wir anfangen zu bauen, damit wir nicht immer so unterbrechen müssen, sondern dass wir das Haus gleich dann einbauen können. Also, keine Ahnung, wie ihr es seht. Ja, ja, ja. Können wir machen. Die Waffen. Ich habe das zwar jetzt nicht sortiert nach Äxten und sowas, aber alle Werkzeuge sind jetzt in einer kleinen Truhe. Ja, die Zeit ist auch schon wieder rum, würde ich sagen. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen da, einen Kommentar oder ein Abo und wir sehen uns jeden Tag, wenn ihr Bock habt. Ciao. Ciao, danke fürs Zuschauen. Ja, und auch von mir danke fürs Zuschauen und reingehauen.